Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich heiße dich herzlich beim neuen Podcast willkommen. Das wird jetzt kein Putztutorial, keine Angst, aber ich mache tatsächlich gerade eine kleine Putzaktion bei mir in der Wohnung. Und was das alles mit Energetik zu tun hat, verrate ich dir gleich. Du kennst das ja vielleicht. Wenn du deinen Haushalt führst, es ist immer dasselbe. Das sind immer wieder Räder. Es wird alles wieder von selber dreckig. Der Staub manifestiert sich auf wundersame Art und Weise. Man bröselt mal hier, man bröselt mal da. Am Herd geht irgendwas über und alles verdreckt. Genauso wie die Wäsche. Die Wäsche wird schmutzig und immer wieder muss man es in die Waschmaschine geben, muss man es wieder aufhängen, muss man es wieder zusammenlegen oder vorher bügeln. Und das sind diese Abläufe. Und natürlich nerven die auch. Genauso wie der Kochen, Körperhygiene, das sind Dinge, die finden immer wieder statt. Das Zähneputzen am Morgen und am Abend, das Abduschen am Morgen oder am Abend, je nachdem, wann du duschst oder auch das Bad nimmst. Du merkst, das sind immer so Zyklen. Und alles, was so zyklisch geht, alles, was sich immer wiederholt und wo wir eigentlich dann einmal Spezialisten drin sein sollten, sind so Wurzelchakra-Themen. Und ich rede heute über das Wurzelchakra, weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, Erdung auch anders zu verstehen. Nicht nur, ich grabe meine Füße in die Erde oder ich gehe im Wald spazieren und umarme oder missbrauche einen Baum, je nachdem. Man kann sich auch anders erden. Nichts gegen die Bäume, wenn man vorher um Erlaubnis fragt. Das sehe ich so ähnlich wie beim Daten. Aber man kann sich auch anders erden. Und Tätigkeiten, die wenig Hirnschmalz jetzt benötigen, sage ich mal, wenig Konzentration, die eigentlich dann schon mechanisch abgehen, wie das Staubwischen oder eben das Zusammenwischen, das sind so Wurzelchakra-Tätigkeiten, die sich immer wiederholen. Und die haben natürlich auch eine spirituelle Qualität, denn wenn man das gemeistert hat, wenn die Materie gemeistert ist, das Wurzelchakra ist so das erste, ist die erste Basis, ist die erste große Prüfung auf deinem Weg zur Spiritualität. Das heißt, wenn du die Materie gemeistert hast, kannst du spirituell weitermachen. Und da scheitern schon ganz viele. Bei diesen ganz alltäglichen Dingen, man denkt zu viel darüber nach, zum Beispiel beim Putzen, man schiebt das immer vorne weg. Je mehr man eigentlich über solche Abläufe nachdenkt, wie das Putzen, umso später wird man sie erledigen, umso schwieriger wird es, weil die Energie eigentlich dann auf Zentren raufrutscht, wo sie eigentlich gar nicht sein sollte. Und deshalb ist mein Tipp, denk über Wurzelchakra-Themen nicht zu viel nach. Das heißt, die ganzen Abläufe, die ich aufgezählt habe, Putzen, Körperhygiene und so weiter, da sollte man nicht zu viel drüber nachdenken, die sollte man einfach tun und dann laufen die auch von selber weiter und dann wird der Kopf freier, wird man inspirierter. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, sich zu erden. Das heißt, wenn du Probleme mit Ängsten hast, wenn du Zukunftssorgen hast, wie so viele Leute jetzt haben, dann putz doch einfach mal. Dann mach doch mal Haushalt und du wirst merken, es erdet dich. Da muss man gar nicht sagen, ich meditiere zum Erdung, sondern einfach mal putzen. Und wenn man dann in so einer sauberen, wie in meinem Fall Küche ist, dann geht es einem auch schon besser, weil man schon wieder etwas geschafft hat. Und Materie sind immer messbare Erfolge. Das heißt, ich kann das kontrollieren. Ist es heute sauberer als gestern? Ja, zum Beispiel. Und deshalb ist mein Tipp, auch wenn emotional was drückt, versuche mal so materielle Dinge mehr zu machen. Zu putzen. Auch Bewegung ist gut. Natürlich spazieren gehen, Sport machen. Das kann man alles, auch wenn es einem nicht gut geht. Und du wirst merken, dadurch reinigst du dich, weil du dich immer mehr erdest und immer tiefer so in deine Sicherheit reingehst. Und das wäre eigentlich auch schon mein Tipp. Klingt jetzt nicht wahnsinnig spirituell, aber ich werde dir jetzt noch verraten, warum ich eigentlich putze. Ich habe morgen ein Seminar, einen Kindkurs hier. Und natürlich ist es mir wichtig, wenn dann Gäste kommen und wenn dann so der Kaffee und wenn sie die das holen, dann auch während des Seminars, dass es da sauber ist. Und deshalb muss ich es sowieso tun. Das ist so mein kleiner Trick immer. Also das heißt zumindest,
zweimal in der Woche, wenn ich so Seminare gebe, dann habe ich einen guten Grund, meine Küche richtig durchzuputzen und auch so die Wohnung mehr auf Vordermann zu bringen. Klingt vielleicht nicht spirituell, ist allerdings lebenswichtig, dass man weiß, wie man sich erdet und wie man da auch wieder gut etwas weiterbringt. Okay, ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Wir knacken bald die 1400 Abonnenten, es ist richtig geil und vielen, vielen Dank. Und falls du Interesse hast, hier mal in dieser Küche zu stehen und nicht zu putzen, sondern einen Kaffee zu trinken in der Pause bei einem Seminar, check mal mein Seminarprogramm aus, ist auf meiner Homepage. Es gibt Tageskurse und Ende Februar startet auch die große Ausbildung in der medialen Energetik, wo du wirklich alle deine Tools bekommst auf dem Weg, um dich auch eventuell mal als mediale Energetikerin oder medialer Energetiker selbstständig zu machen. Und ich mache das ja jetzt schon seit noch nicht ganz 20 Jahren, aber in 3 Monaten habe ich mein 20-jähriges Selbstständigenjubiläum und ich kann dir wirklich viele Tipps und Kniffe mitgeben und natürlich auch wirksame Techniken, damit dein Business floriert und damit du einzigartig auch deine Klienten beraten kannst. Also ich freue mich, wenn dich das Thema interessiert. Schau es dir an, wenn du ein persönliches Gespräch noch möchtest zum Thema Ausbildungen, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße aus dem verschneiten Linz heute mal. Dein Oliver Jareni, medialer Energetiker und Astrologe. Tschüss, bis nächstes Mal.